Herzlich willkommen bei einem neuen Video. In meinem letzten Video habe ich euch diese ESX Vision VE 1300.11 SP genauer gezeigt. Und wir sind die technischen Details durchgegangen. Video verlinke ich da. Und ich wurde gefragt, wie man denn jetzt diesen DSP da drauf denn bedienen kann. Das heißt, wie komme ich da drauf und wie kann ich das allen ganzen Spaß einstellen? Eigentlich ist das ganz einfach, weil man hat, so wie es heutzutage sich gehört, hat man eine App, die kann man per Bluetooth verbinden und dann ist man drauf und dann kann man alles einstellen. Die App kommt aber leider erst am 10.10. raus. Das heißt, erst wenn diese App raus ist, kann ich euch zeigen, wie diese App funktioniert. Und heute ist noch nicht der 10.10. Plan B ist, es gibt die Windows-Software. Die Windows-Software ist schon fertig. Die Windows-Software kann man schon runterladen und mit der Windows-Software kann man schon alles einstellen. Das heißt, es ist gar kein Problem, den DSP jetzt schon zu konfigurieren. Und ja, das geht halt mit dem ESX Toolkit. Das ESX Toolkit laden wir jetzt gleich zusammen runter und dann gucken wir uns das an, wie die Verbindung funktioniert, was man da alles einstellen kann und so weiter und so fort. Einmal, um zu zeigen, was ich hier quasi alles vorbereitet habe, die ESX Vision VE 1300.11 SP ist schon ein bisschen warm. Ist schon ein bisschen warm, die hängt tatsächlich seit 3-4 Stunden hier gerade schon am Netzteil, saugt sich genüssliche 30 Watt rein, ohne dass irgendwie was passiert. Das heißt, wir haben hier tatsächlich an der Stelle 30 Watt Ruheleistung bzw. 2,4 Ampere Ruhestrom bei 12 Volt. Und die ist wirklich warm, das heißt, ich habe Probleme hier länger anzufassen. Lüftertechnisch tut sich aber noch nichts. Den einzigen Lüfter, den ihr gerade hört, das ist mein Laptop. Hallo, hier spricht einmal der Zukunfts-Thomas. Ich bin gerade dabei, das Video zu schneiden und habe wegen der Temperatur, habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht und habe nochmal mit dem Hersteller geschrieben. Die Antwort vom Hersteller ist ganz klar, die Endstufe soll warm werden. Die soll natürlich nicht zu warm werden, dass sie abschaltet oder so, sondern die soll in einen bestimmten Temperaturbereich kommen. Warum ist das so? Ganz einfach, in diesem Temperaturbereich, wo diese Endstufe sich automatisch selber hinregelt, das ist die optimale Arbeitstemperatur, der optimale Arbeitsbereich für die Ausgangsstufen, für den Vorverstärker und für den DSP. Damit diese Komponenten tatsächlich die besten Audiowerte erreichen, ist halt eine bestimmte Temperatur notwendig und da regelt sich die Endstufe selber hin. Also soweit alles gar kein Problem. Auch die Bauteile, so wurde mir versichert, sind für diese Temperaturregion extra ausgelegt. Das heißt, wir haben da jetzt auch keinen schnelleren Altersprozess oder so, sondern das wird alles halten. Und das ist in Ordnung so und das ist richtig so, dass die Endstufe etwas wärmer wird. Etwas wärmer als mir lieb ist zum Anfassen, aber eine Endstufe braucht man ja nicht so oft anzufassen. Außerdem sparen wir uns damit durch eine Heizung im Auto. Angeschlossen habe ich hier die Fernbedienung. Das ist die Fernbedienung, die noch zu zeigen ist in einem separaten Video. Ich habe die normalen Ausgänge hier benutzt, um auf so eine Vago-Leiste zu gehen und dann auf meine zwei Breitbinder zu gehen. Das sind zwei Visaton FRS 5X. Die hatte ich früher mal in meinem Auto eingebaut. Liefen eigentlich immer ganz gut, haben irgendwann angefangen rumzunerven. Dann habe ich sie ausgetauscht gegen was anderes. Auf jeden Fall lagen die noch in der Garage, die habe ich mir gedacht, kannst du mal einfach mal anschließen, da machst du nicht viel kaputt und wir können hier so ein bisschen mit der Weiche rumspielen, kommt Ton raus, kommt kein Ton raus und so weiter und so fort. Genau, und dazu habe ich noch hier meinen Laptop, das ganze mal Windows-Laptop, ist jetzt Windows 10 drauf, sollte aber auch egal sein, Windows 11 sollte auch kein Problem sein. Und ich habe hier halt das USB-Kabel, was zur Stufe geht, das heißt, wir sind noch nicht angeschlossen, weil ich wollte erstmal die Software runterladen und ja, dann können wir uns das hier alles genauer anschauen. Deswegen würde ich sagen, wir springen jetzt einfach mal direkt auf den Rechner und dann zeige ich euch, wie wir an die Software kommen. So, um an die Software zu kommen, müssen wir auf die ESX-Seite gehen, also einfach esxaudio.de eingeben. Dann seid ihr auf der ESX-Seite, dort scrollt ihr ganz nach unten, dann haben wir einen Bereich Downloads, da klicken wir drauf. Dann gibt es den Punkt ESX DSP Software, da klicken wir einmal drauf. DSP Downloads, da klicken wir drauf und jetzt gibt es halt die Auswahl, was für ein Gerät haben wir. Leider ist es so, dass, ja, das Gerät gibt es ja noch nicht. Voraussichtlich kommt es Ende Oktober, Anfang November und deswegen können wir hier auch das Gerät auch noch nicht auswählen. Da die Software aber die gleiche ist wie für den QL812 SP, weil ich euch ja gesagt habe, dass eigentlich genau der gleiche Prozessor eingebaut ist, können wir da einmal draufklicken. Das heißt, wir sind auf der Seite DSP Downloads 2021
und können hier das ESX Toolkit 3.1 runterladen. Das hat ein Update bekommen im September und da ist jetzt diese Endstufe auch schon drin. Ich habe das auch schon runtergeladen und entpackt und alles, was wir sehen, ist diese Datei hier. Und diese Datei hat sage und schreibe 11,7 MB. Das heißt, das ist nicht viel für eine DSP-Software. Ich starte das jetzt einfach mal, dann gucken wir, was passiert. Wie gesagt, ich habe den Stecker jetzt noch nicht verbunden. Das heißt, das Kabel steckt noch nicht im DSP und das ist jetzt quasi die Oberfläche, wie sie uns begrüßt. Und wir sehen hier QL812SP, das ist halt auch der DSP, den wir runtergeladen haben. Das, was ich jetzt mache, ist, ich stecke jetzt mal den DSP rein. Und wie wir sehen, wurde der DSP direkt erkannt. Das heißt, wir sehen hier DSP 11.1. Ich glaube tatsächlich, dass die Beschreibung für die Endstufe, wie sie früher mal sein sollte, jetzt heißt das Ding halt VE1300.11SP. Aber wir sehen, ein rotes Lämpchen steht anscheinend für ich bin verbunden. Und das war's. Also wir sind jetzt wirklich auf dem DSP und ja, können jetzt anfangen, tatsächlich einzustellen. Es ist von der Menge der Möglichkeiten natürlich sehr immens, was man hier alles drin machen kann, aber auch irgendwie aufgeräumt und in Ordnung. Das Erste, was ich euch zeigen will, wie kommt jetzt hier Musik aus dem Gerät? Wie kommt Musik aus dem Gerät? Das ist relativ einfach, weil ich habe bereits mein Handy mit der Stufe gekoppelt per Bluetooth. Also einfach per Handy den DSP 11.1 ausgewählt und da läuft jetzt tatsächlich schon die ganze Zeit Musik. Aber aktuell kommt noch nichts raus. Es ist auch relativ einfach, warum. Und zwar ist in den Einstellungen noch ausgewählt, dass wir einen optischen Eingang haben. Das zeige ich euch gleich. Um einmal mir gleich nicht die Mikrofone oder Lautsprecher zu sprengen, mache ich hier erstmal ein bisschen leiser. Das ist nämlich die Hauptlautstärke. Und stelle dann in den Einstellungen die Auswahl der digitalen Audioquelle auf Bluetooth. Und schon dürftet ihr quasi hören, dass etwas rauskommt. Warum kommt jetzt schon etwas raus? Das ist relativ einfach. Ich mache nochmal hier Mute. Es kommt schon etwas raus, weil wir hier in den Einstellungen Priorität Digitaleingang haben. Das heißt, standardmäßig, wenn jetzt ein Digitalsignal erkannt wird, geht er nicht in das Hauptrouting, sondern geht in das Digitalrouting. Und hier haben wir schon eingestellt, dass Bluetooth links und Bluetooth rechts auf die Ausgänge A und B zeigen. So, das heißt, im Endeffekt ist automatisch, sobald ich eingestellt habe, okay, wo kommt denn jetzt die Quelle her? Die Quelle kommt vom Bluetooth, kommt schon Ton aus der Endstufe. Das ist tatsächlich relativ selten so. Oft ist es so, dass man noch ganz, ganz viel einstellen muss, bevor irgendwie der erste Ton rauskommt. Hier ist es so, wir stellen ein, okay, wo kommt meine Quelle her? Oder selbst wenn wir einen Analogeingang haben, würde automatisch schon Ton rauskommen. Das heißt, da müssten wir halt gucken, dass der Eingang schon mal ein bisschen leiser ist, um uns da nicht einfach irgendwas zu zerstören. Das heißt, wir sind hier gerade im Digital-Routing, haben die ersten beiden Kanäle angeschlossen. Das heißt, A ist der Ausgang 1, B ist 2, C, D, E, F, G, H, I, J, K sind unsere verstärkten Ausgangskanäle und L ist tatsächlich unser Subwoofer-Ausgang, den wir haben. Das heißt, das hier sind unsere zwei, ich zähle nochmal durch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, das sind unsere normalen Ausgänge, 10 und 11 sind ja unsere kräftigen Ausgänge und Ausgang 12, Out L, ist das, was vorverstärkt rausgeht. Das heißt, hier können wir unseren externen Subwoofer für eine Endstufe anschließen. Das gleiche ist im Hauptrouting, nur dass wir hier die Möglichkeit haben, Digitalquellen und Analogquellen reinzuschieben. Standardmäßig ist, wie gesagt, schon alles vorkonfiguriert. Es ist so vorkonfiguriert, dass wir hier immer Eingang 1, 2, 3, 4, 5 bis 8 und dann die 1, 2, 3, 4 nochmal haben. Im Digitalen sehen wir hier, dass standardmäßig auf der ersten Stelle links ein Linkssignal ist und auf der zweiten Stelle ein Rechtssignal. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Und jetzt kann man eigentlich schon anfangen mit der, ich sag mal, Vorkonfiguration. Das heißt, bei mir ist es jetzt so, ich habe nur zwei Breitbänder dran. Das heißt, ich gehe hier einmal ran, drücke hier drauf
und sage, das ist jetzt vorne links und das ist mein Breitbänder, das heißt voll sollen die Filter geladen werden. Für voll gibt es keine Filter, aber ich sage mal ja. Und das gleiche können wir hier auch. Wir können hier machen vorne rechts und können auch sagen voll ja. Und schon haben wir quasi die Belegung hier erstmal gelegt. Man kann das auch hier auf der rechten Seite machen, sodass wir in der zukünftigen Seite, wo wir Laufzeiten, EQs einstellen und so weiter, schon sehen, auf was für einen Lautsprecher sind wir gerade. Sind wir jetzt auf dem Hochtöner, sind wir auf dem Mitteltöner, sind wir auf dem Tiefmitteltöner. Ich kann hier im normalen Routing sind die Ausgänge jetzt natürlich auch schon vorausgewählt, weil es ist halt so, die Ausgänge bleiben ja so, wie sie sind, nur die Eingänge sind halt unterschiedlich. Auch die Eingänge, denen können wir hier tatsächlich Parameter geben. Das heißt, wenn wir hier ganz viel analog in diesen DSP reinfahren, dann können wir hier auch sagen, okay, was ist das überhaupt? Das heißt, ist das hier zum Beispiel der Eingang für vorne links und zwar war das hier mal der Eingang für den Hochtöner und das hier ist der Eingang für vorne links Mitteltöner und das hier könnten wir den vorne links den Tieftöner haben. Lösche ich nochmal kurz. Und dann könnte man halt entsprechend das auch so verteilen, wie man halt wollen würde. Das heißt, wir können hier die ganzen Sachen löschen. Ich lösche die übrigens mit dem Rechtsklick. Man kann auch, wenn man hier drauf geht, auf das X gehen. Aber mit dem Rechtsklick kriegt man die hier halt alle weg. Und könnte dann halt zum Beispiel sagen, okay, die ersten beiden sind quasi mein Hochtonkanal. Dann habe ich meine Mitteltonkanäle und dann habe ich meine Tieftonkanäle und hat dann die Möglichkeit tatsächlich zu sehen, okay, worüber rede ich denn überhaupt? Das heißt, das muss man wirklich nur ein einziges Mal machen und hat dann halt hier auch so eine Übersicht, was kommt woher, warum. Okay, wie gesagt, ich gehe hier gerade per Bluetooth rein und habe nur zwei Breitbänder dran, deswegen lassen wir das Routing erstmal so, wie es ist. Wenn die Endstufe dann irgendwann ins Auto kommt, wird es dann halt entweder ein 2- oder 3-Kanalsystem mit Subwoofer. Ob der Subwoofer jetzt tatsächlich an die starken Kanäle kommt oder auf den externen, weiß ich noch nicht. Das muss ich ausprobieren. Aber da kriegt ihr dann halt auch nochmal ein intensiveres Setup, wie ich es dann quasi baue, ein. Ich versuche hier nur so ein bisschen euch zu zeigen, was man hier alles machen kann und euch durch die Einstellung zu führen. Okay. Interessant und wichtig, was man hier quasi in diesem Hauptmenü oder in dem I.O.-Menü, manche würden sagen, das ist das Routing-Menü, machen kann, ist, man kann auch ein Input-EQ einstellen. Das heißt, wir haben halt in dem Prozessor für jeden Kanal, den wir haben, das heißt, wir haben hier 8 Eingangskanäle und 2 Digitalkanäle, auch die Möglichkeit, auf diesen einzelnen Kanälen hier 31 EQs zu setzen. Und in diesen EQs können wir wirklich alles machen, was wir wollen. Das heißt, wir können hier jetzt mal das hier ausblenden. Jetzt haben wir hier wirklich nur unseren Bluetooth-Kanal. Und in diesem Bluetooth-Kanal können wir halt wirklich alles einstellen. Man kann allgemein sagen, dass der Eingangs-Equalizer, das heißt die 8 Eingangskanäle, die wir haben und den Equalizer, den wir hier drauf anwenden können, der ist identisch mit den Equalizern, den wir auf den 12 Ausgangskanälen haben. Bedeutet, wir können hier wirklich alles genauso einstellen wie im Ausgang, nur dass wir uns hier halt im Eingang befinden. Wenn wir im Auto sind und jetzt natürlich irgendwie einstellen wollen, ist es in der Regel ganz angenehm, wenn wir das hier auch per Tastatur machen können. Und hier ist es auch so, wir klicken einfach mal irgendwo initial rein und jetzt können wir mit den Pfeiltasten rechts, links, oben, unten, können wir uns hier durch die komplette Tabelle bewegen. Und wenn wir jetzt einen Wert ändern wollen, dann drücken wir die Shift-Taste dazu, Shift und Pfeil hoch, bewegt quasi hier diesen Equalizer nach oben. Wenn wir den Q-Faktor ändern wollen, einmal einen Pfeil nach oben und dann entsprechend den Q-Faktor nach oben schieben oder nach unten, dann sehen wir auch direkt in der Grafik, dass sich was anpasst. Und wenn wir die Frequenz ändern wollen, können wir auch hier problemlos einfach gedrückt halten, dann schiebt sich dieses Band einfach irgendwo hin. Das, was wir auch machen können, ist hier direkt den Typ ändern, das heißt auch hier mit Shift, Pfeil runter, können wir ein High Shelf draus machen, ein Low Shelf und ein All-Pass-Filter, erster oder zweiter Ordnung. Das können wir hier einmal komplett und durch die Bank weg mit der Tastatur bewegen und ja, damit können wir auch im Auto ordentlich arbeiten. Jetzt gehen wir aber einmal zurück.
Deswegen, Musik läuft immer noch und wir hören aber immer noch nichts. Achso, weil ich es gemutet habe. Den Ton ausmachen und ich kann hier tatsächlich schon über den Regler lauter und leiser machen. Das heißt, ich habe hier tatsächlich die Möglichkeit, ja, eigentlich hier mitzuspielen wie mit der Fernbedienung oder mit der App. Und ich lasse das jetzt einfach mal im Hintergrund ein bisschen laufen. Das ist halt die Möglichkeiten, die wir auf der I/O-Seite haben im Standardmodus. Es gibt hier noch den Expert-Modus, den habe ich jetzt angemacht. Und beim Expert-Modus ändern sich ein paar Sachen. Und zwar kommt hier noch eine Ebene mit rein. Eine Ebene, die es so jetzt nur in dem VE1300.11 SP gibt, nicht im kleineren, im 900.7. Weil die Änderungen, die jetzt hier passieren, die haben ein bisschen Einschränkungen. Wir haben nämlich nur noch 4 Eingangssignale und dadurch auch nur noch 4 Eingangs-EQs, haben aber dazu jetzt eine Staging Area. Eine Staging Area kann man sich so vorstellen wie, ja, eigentlich eine virtuelle Ebene, die man drin hat. Wir gucken uns das mir einfach mal auf Bluetooth an. Und auf Bluetooth habe ich hier quasi noch ein Layer zwischen den Ausgängen und unseren eigentlichen Eingängen. Und in diesem Staging-Bereich kann man, wenn man alles durchexerziert, das heißt, wenn alle Lautsprecher glatt sind und allem drum und dran, kann man hier im Staging-EQ-Bereich, der jetzt hier neu ist, den es nicht gibt, wenn man im Basismenü ist, kann man sich die Stage setzen. Hier gibt es eine Möglichkeit, die man sonst nicht hat. Da geht es darum, man hat, wie gesagt, alle Lautsprecher schon fertig zueinander gematcht und die laufen gut, aber jetzt ist halt die Bühne, das heißt die Stage, die ist noch nicht so, wie sie sein könnte. Heißt, in ein paar Tönen sind wir ein bisschen zu weit rechts, in ein paar Tönen sind wir ein bisschen zu weit links oder es ist halt irgendwie noch zu laut und zu leise. Genau das ist, was man hier machen kann. Die Frequenzen sind hier tatsächlich fix und man kann hier natürlich auch an links und rechts selber rumspielen. Das heißt, man kann hier so ein bisschen Änderungen machen, wenn man halt unbedingt will. Das funktioniert. Wir zeigen uns mal beides an. Genau, angezeigt wird hier beides. Das heißt, wir sehen hier die Äuglein, können auch hier aus- und einschalten. Ja, wir gucken uns mal beides an. Und das, was man hier jetzt im EQ-Link machen kann, ist einmal auf Balance und auf Pegel. Das heißt, angenommen, ich klicke hier auf Balance und es ist so, dass, ich sage einfach mal, die Bühne ist bei 1000 Hertz zu weit links. Das heißt, ich brauche die ein bisschen weiter rechts. Wenn ich jetzt hier einmal ausschlage, dann seht ihr, dass der EQ von links ist gleichzeitig runtergegangen, weil die Gesamtenergie ist ja richtig, nur wir müssen die halt ein bisschen schieben. Das heißt, wir müssen die ein bisschen von links nach rechts holen. Jetzt sind natürlich 4,3 dB schon sehr, sehr viel. Machen wir mal hier 0,7. So, und dann haben wir quasi 0,7 auf dem linken weggenommen und auf dem rechten hinzugefügt. Wenn wir auf Pegel gehen, dann ist es halt eigentlich so, wie man es erwartet. Okay, wir haben bei 1600 zu wenig, das heißt, wir schieben hier ein bisschen hoch. Und es ist sowohl auf links als auch auf rechts haben wir hier diesen Pegel jetzt ein bisschen nach oben geschoben. Das ist ein Stage-EQ, den man ganz am Ende, wenn wirklich alles durch ist, wo man dann reingeht, um seine Bühne dahin zu schieben, wo man sie haben will. Wie ihr seht, Musik kommt aber trotzdem raus. Das heißt, ich habe jetzt auf Expert gedrückt und es ist immer noch Musik, die läuft. Und ja, diese Musik, die können wir jetzt nochmal feintunen und dafür gehen wir mal auf die Hauptseite hier. In der Hauptseite sehen wir unsere Lautsprecher. Wir haben aktuell nur 2 Lautsprecher, das heißt, eigentlich kann ich nur hier mit den beiden was tun. Die sind auch beide angeschlossen und ich kann hier, ich mache mal wieder ein bisschen mehr, kann ich auch den Ton ausmachen. Das heißt, ich kann hier die einzelnen Lautsprecher an- und ausmachen. Und ja, damit habe ich quasi hier die Möglichkeit, auch auf beiden Geräten, beiden Lautsprechern was zu tun. Was kann ich hier tun? Im Endeffekt
alles, was ich will. Heißt, ich habe einen Hochpassfilter, ich habe einen Tiefpassfilter, ich habe eine Phase, ich habe die Laufzeit, die ich hier einstellen kann und ich habe hier den kompletten 31-bandigen EQ. Das ist erstmal eine Menge, die man machen kann. Das heißt, wir stellen einfach mal für meine Breitbänder einen Filter ein bei, ich sage einfach mal 200 Hertz. Das heißt, wir sehen, dass hier meine Kurve runtergeht. Und bei 200 Hertz habe ich genau die minus 3 dB hier, so wie es sein soll. Und ich mache auch einmal ein bisschen Tiefpass rein. Und zwar mache ich den einfach mal bei 15.000, damit wir was sehen. Mit 24 dB. Und schon sehen wir, dass wir tatsächlich bei 15.000. Hier sehen wir auch tatsächlich diese 15.000. Und ich kann die hier auch schieben mit der Maus. Das heißt, ich kann da auch maustechnisch relativ viel Spaß haben. Ja, und hier sehe ich tatsächlich hier die 12 dB. Das heißt, ich habe hier immer auf diesem Punkt habe ich genau die minus 3 dB Marke. Das funktioniert ganz gut. Das waren die Sachen. Die Phase kann ich hier umkehren. Das heißt, invertiert oder normal. Okay. Ich kann die Laufzeit der Verzögerung in Sekunden, also Millisekunden oder Zentimeter angeben. Das heißt, hier kann ich die Laufzeit verändern von den einzelnen Sachen. Ich setze einmal kurz zurück. Und dann habe ich hier, wie gesagt, diesen 31-bandigen Equalizer. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, wie wir unsere Bänder nutzen können. Das heißt, wenn wir uns hier, ich gucke mir mal die Bänder ein, was wir haben. Wir haben einen parametrischen Equalizer. Wir haben einen High-Shelf-Filter, einen Low-Shelf-Filter und einen All-Pass erster Ordnung und einen All-Pass zweiter Ordnung. All-Pass erster Ordnung und zweiter Ordnung haben mit dem Pegel nichts zu tun. Das heißt, wenn ich hier tatsächlich mal ein AP1 auswähle, kann ich hier nur noch eine Frequenz einstellen, aber kein Q und kein Pegel mehr. Das heißt, ja, was bringt mir das? Was bringt mir hier ein Allpassfilter? Und das ist relativ einfach. Ein Allpassfilter spielt nicht mit dem Pegel an der Stelle, sondern ein Allpassfilter spielt mit der Phase. Das heißt, der Pegel bleibt gleich, die Phase ändert sich aber. Da gibt es im Internet einige Videos zu, die da teilweise experimentell rangehen und gucken, bringt das was, bringt das nichts. Auf jeden Fall haben wir die Möglichkeit, hier was zu setzen, was ja schon mal sehr, sehr cool ist. High-Shelf-Filter ist relativ klar, was da passiert. Das heißt, wenn wir den hier hochdrehen, dann sehen wir, dass ab diesem Moment wir quasi eine Steigerung haben. Das heißt, wir haben hier bei 2000 und hier ist es halt wieder, hier steigt das Teil. Und ich kann hier auch nochmal einen Low-Shelf-Filter ansetzen, den ich auch ein bisschen hochziehe. Und dann sehen wir, okay, das ist quasi dann ab dieser Frequenz geht es dann hoch. Und wir können die Frequenzen, das sind parametrischer Equalizer, natürlich frei verschieben. Das heißt, wir können hier sagen, okay, ich will meinen Filter 20, will ich bei 18 haben. Aber auch hier können wir mit dem Filter so viel, wir können halt wirklich in der kompletten Oberfläche damit rumfahren und halt unseren Spaß ausführen, wie wir wollen. Das funktioniert soweit alles. Ich kann auch wieder Ton anmachen. Wir sind hier gerade auf dem ersten und wir sehen aber im Hintergrund hier nochmal unseren zweiten, das heißt unser zweiter EQ ist ganz gerade und der EQ für den ersten ist hier so ein bisschen ja so eine Wellenform, die wir gerade gebastelt haben. Können es den aber auch ausblenden, sodass wir halt nicht irgendwie berücksichtigt werden. Ich wechsle nochmal auf den ersten, weil Sachen, die ich noch irgendwie ganz cool finde, ist, wir können den kompletten Filter bypassen. Das heißt, dann ist halt das Ding, der EQ ist weg, die Filter bleiben so wie sie sind. Und eine andere coole Sache, die man kann einzelne Filter bypassen. Das heißt, wenn man hier drauf drückt, dann verschwinden diese beiden Filter, die ich gesetzt habe. Das ist ein cooles Feature, um halt wirklich gegenzuhören, okay, bringt jetzt dieses EQ-Band etwas, was ich haben will oder nicht. Genauso wie gerade im Eingangs-EQ gibt es hier sogenannte Links. Was bringen mir diese Links? Das ist einmal ein Lautstärke-Link und ein EQ-Link, weil hier unten in der Lautstärke war ich noch gar nicht. Wir haben das Hauptvolumen. Das Hauptvolumen haben wir auf der Startseite und generell überall haben wir hier Hauptvolumen stehen. Aber als zweites haben wir diese Kanallautstärke. Das heißt, wir haben hier eine Kanallautstärke, da eine Kanallautstärke und überall haben wir eine Kanallautstärke. Wir können die beiden, wenn wir hier zwei, wir können hier oben noch
Häkchen setzen. Aber diese Häkchen können wir nur setzen, wenn wir hier etwas ausgewählt haben. Das heißt, es bringt mir nichts, hier drauf zu drücken, sondern erst, wenn ich hier drauf drücke und sage, okay, ich will jetzt zum Beispiel mein Lautstärke-Link will ich jetzt relativ haben, dann kann ich hier den zweiten anklicken und dann kann ich jetzt hier sagen, okay, ich will das ein bisschen lauter haben und auf dem Ausgang 2 ist es jetzt genauso laut. Ich mache nochmal kurz aus und mache den wieder ein bisschen leiser. Das heißt, jetzt haben wir hier 0 und hier 2,5. Und wenn wir es jetzt auf relativ stellen, sollte jedem klar sein, wenn wir jetzt 2,5 wieder abziehen, haben wir hier minus 2,5. Und hier haben wir, weil ich vergessen habe, den Haken zu setzen, mache ich hier nochmal den Haken drauf, ziehe hier nochmal runter auf 0 und habe jetzt hier minus 5 dB und hier 2. Okay, der EQ-Link macht das Gleiche, das heißt hier auch absolut und relativ. Wenn wir hier auf absolut gehen und sagen, ich will jetzt den hier hochsetzen, dann passiert das Gleiche auf dem hier. Wenn wir hier, ich mache mal kurz noch raus, mache mal auf Band 21, mache ich mal einen kleinen Dip nach unten. So, und wenn wir jetzt hier relativ rangehen, das heißt, wir haben hier auf diesem Band haben wir jetzt schon ein bisschen was gespielt und ich bin jetzt aber relativ, habe beide Häkchen drin und sage, okay, ich will den noch weiter, ich will den wieder hochziehen auf plus 2,8, habe ich hier 2,8 und dann habe ich hier das gleiche Band auch auf 2,8, weil ich auf relativ gestellt habe. Ich gehe nochmal kurz auf aus, ziehe den runter, gehe auf relativ und ziehe den runter und jetzt sehen wir genau, was sollte dann hier was anderes passieren. So, relativ, ich möchte jetzt rund, absolut, okay. Also ihr seht, es funktioniert eigentlich mit dem Regler. Das Problem ist, sobald ich hier zur Seite gehe, das heißt, sich die Frequenz ändert, dann wird der quasi tatsächlich aus dem Relativen erstmal in den Absoluten. Da gebe ich den Jungs von ESX nochmal Feedback, dass man das korrigieren kann. Okay, jetzt haben wir ein bisschen mit dem EQ rumgespielt, wir haben mit der Phase rumgespielt. Das nächste, was wir hier haben, ist die Laufzeit. In der Laufzeit, wir haben jetzt hier alle 12 Kanäle. L ist immer noch mein Subwoofer-Ausgang, aber es ist jetzt auch egal. Wir haben hier zwei Dinger, die laufen, beziehungsweise im Moment läuft nur der linke Lautsprecher. Jetzt läuft auch der rechte Lautsprecher. Und wir sehen, je nachdem, wo wir drauf drücken, das heißt, ob wir hier drauf drücken oder hier drauf drücken, wir können jetzt so ein bisschen mehr auf die einzelnen Geräte gehen. Das heißt, wir klicken auf das Gerät drauf und können jetzt hier mit der Laufzeit spielen. Okay, wie viel Laufzeit will ich haben? Kann natürlich aber auch gleichzeitig halt irgendwie Gruppen setzen. Das heißt, ich gehe jetzt hier bei den Gruppe 1 und kann jetzt hier gleichzeitig Laufzeiten machen. Das ist eigentlich ganz cool. Und ich kann hier global verschieben auf Millisekunden oder auf Zentimeter. Und dann kann man hier tatsächlich die Laufzeit einmal so setzen, wie man es haben will. Wir sehen gerade, wir resetten nochmal auf 0. Die kleinste Änderung, die ich hier habe, ist 0,3 cm. 0,2, 0,34 cm ist das kleinste, was wir, wie wir es hier einstellen können. Eine Sache, die man ja nicht so oft sieht, aber die es auch gibt, ist hier diese Meter. Das heißt quasi eigentlich die, wie viel kommt die Messungsseite, wie viel kommt tatsächlich jetzt aus den einzelnen Kanälen raus? Und wir sehen, das Lied, was hier gerade läuft, das macht schon gut Pegel. Hier sehen wir aber auf jeden Fall, ob etwas übersteuert oder nicht übersteuert. Ich habe jetzt halt relativ viel Pegel auf meinen Ausgängen, sodass wir sehen, dass wir hier schon langsam in diesen gelben Bereich kommen.
gelber Bereich ist noch nicht schlimm. Ja. Und hier unten sehen wir tatsächlich unsere ganzen Ausgangskanäle. Ausgangskanäle inklusive L. Und weil wir im Input hier quasi überall die Stage draufgesetzt haben, funktioniert das. Ich nehme mal hier überall mit der rechten Maustaste die Eingänge raus. Und dann gucken wir uns jetzt nochmal Meta an. Und dann sehen wir, dass hier wirklich nur die ersten beiden überhaupt Pegel machen. Wir sehen, dass wir hier auch minus 5 und hier 0 haben. Das ist ja das, was wir gerade eingestellt haben. Hier können wir es auch nochmal resetten. Hier können wir auch nochmal mit diesem Pegel rumspielen. Das funktioniert. Und wir können hier auch mit dem Hauptvolumen rumspielen. Und wir sehen, wenn wir es lauter machen, dass auch hier der Ausschlag höher wird. Ich gehe mal wieder runter, damit man mich auch versteht. Jetzt seht ihr hier kaum noch einen Ausschlag. Genau. Aber so sehen wir, okay, wie viel kommt denn tatsächlich auf den einzelnen Kanälen raus. In der Info gibt es eigentlich nur, okay, mit welchem Typ bin ich verbunden, welche Seriennummer habe ich, Bluetooth-Version, Hardware-Version, Panel-Version, Firmware-Version und die Software-Version. Eine interessante und wichtige Sache, die man hier machen kann, ist das Verbindungspasswort festzulegen. Weil wenn wir das halt nicht festgelegt haben, dann kommt vielleicht jemand rein, steckt sich Kabel rein oder verbindet sich per Bluetooth drauf und ändert sich dann alle unsere Einstellungen. Das heißt, wir können hier drauf drücken und wir können ein Passwort eingeben mit 8 Zeichen. Dann bestätigen wir das und dann haben wir tatsächlich ein Verbindungspasswort, was wir uns jetzt als nächstes mal angucken. Das heißt, ich mache das Programm einfach mal zu, ohne zu speichern. Ich sage einfach mal ja, weil ich habe jetzt wirklich noch nichts geändert. Wir gucken uns mal an, was passiert, wenn ich jetzt wieder reingehe. Der DSP läuft ja noch, das heißt, er ist in der Runtime. Und so wie ich es eigentlich erwarte, ist, dass wir gleich ganz normal den Inhalt, den wir gerade eingestellt haben, noch sehen. Wir müssen aber erstmal unser Passwort eingeben. Und dann verbindet er sich erst. Und wie wir sehen, wir haben unser Routing drin. Wir können noch mal kurz in den EQ gehen. Auch unser EQ ist hier theoretisch drin. Aber ich glaube, wenn wir jetzt unseren Strom verlieren würden, dann kann es sein, dass die Einstellung nicht da bleibt. Deswegen gehen wir mal ein bisschen aufs Speichern ein. Was haben wir für Möglichkeiten zu speichern? Also wir haben hier im Preset gibt es insgesamt 8 Presets, die wir setzen können. Und wenn wir noch kein Preset gespeichert haben, steht das automatisch auf Preset 8 und da steht TM. Das TM steht für Time Memory und es ist so, dass der DSP alle 20 Sekunden automatisch in dieses Preset 8 reinspeichert. Heißt, wenn wir einfach am Einstellen sind und auf einmal irgendwie unsere Verbindung mit dem Laptop unterbrochen wird oder sonst irgendwas, dann haben wir alle 20 Sekunden ein Autosave auf Preset 8 in dieses sogenannte TM Time Memory Preset. Ansonsten haben wir noch 7 andere Presets, die wir frei benennen können und die wir halt wirklich füllen können mit den Presets, die wir haben wollen. An der Stelle schon mal vorab, wir können keine Leerzeichen benutzen in den Namen und ich empfehle euch einfach einen Unterstrich zu benutzen. Das heißt, wenn wir da irgendwas trennen wollen, nutzt einen Unterstrich und dann habt ihr keine Probleme mit der Trennung. Hier gibt es auch dieses Häkchen Cabrio Preset, was für diesen Schalter steht, den wir setzen können. Wir haben einen Hardware-Schalter, den wir auf Masse legen können und dann wird dieses Preset geladen. Hier steht Cabrio, das kann aber auch alles andere sein. Das, was wir machen können, ist jetzt hier quasi ein Preset auswählen und hier sagen, dem Ding einen Namen geben, auf Speichern drücken und dann sehen wir hier, okay, wir sind jetzt in Preset 1 und wir haben die Sachen hier gespeichert. Wenn wir jetzt zum Beispiel was ändern, das heißt, wir sagen das hier wieder auf 0 und das hier auf 0 und wir machen mal unsere Filter hier raus und das gleiche machen wir, hier hatten wir keine Filter und hier machen wir auch mal 0 und 0, dann können wir auch das, wenn wir auf Preset gehen, auf Speichern, dann würden wir dieses Preset überschreiben oder wir können auf Preset 2 gehen und sagen, wir speichern das jetzt unter einem anderen Namen. Jetzt haben wir 2 Presets und wir können halt einfach auf das Preset 1 gehen, auf Laden drücken
und dann überschreibt er quasi die Einstellung mit dem, was wir jetzt als letztes hatten. Das heißt, wir werden hier gleich wieder Weichen und Filter sehen. So sieht's aus. Und wenn wir auf Preset 2 gehen und auf Laden drücken, dann sehen wir auch entsprechend die Einstellung. Genau. Jetzt in Preset 2 haben wir nicht viel gemacht, deswegen lade ich einfach mal nochmal Preset 1 und gucke mir an, wie man das mit dem Löschen machen kann. Weil wir haben ja jetzt Preset 2. Preset 2 wollen wir jetzt nicht mehr haben, also klicken wir hier auf Löschen, wirklich löschen, wir klicken auf Ja. Es ist nicht viel passiert, außer dass hier Preset 2 verschwunden ist. Dann gibt es noch die Möglichkeit, aus der Software Dateien zu erstellen. Das geht mit Laden bzw. Exportieren. Wir klicken einmal auf Export. Auch hier müssen wir ein Passwort eingeben, achtstellig, bestätigen das und haben jetzt die Möglichkeit, das Preset zu exportieren. Ich exportiere das mal als DSP-CFG-File, eine DSP-C-File. Und jetzt haben wir hier letzte Datei DSP-C. Wenn wir hier jetzt was ändern, dann können wir wieder auf Export drücken. Das Passwort steht hier schon, einfach bestätigen. Und dann können wir auch einen Namen geben oder natürlich auch unsere Datei überschreiben. Dann haben wir unsere Datei überschrieben. Das ist alles super. Das, was wir jetzt haben, haben wir jetzt aber noch nicht in dem Preset gespeichert. Das heißt, hier klicke ich auch nochmal auf Speichern. So, wenn wir jetzt, ich sage einfach mal hier das Preset wieder auf ein leeres Preset gehen. Wir gehen mal in das zweite Preset, was wir jetzt wieder Test 321 nennen. Und wir wollen mal von Anfang an anfangen, gibt es hier diese Zurücksetzen-Taste. Über die Zurücksetzen-Taste kann man sagen, was will ich alles zurücksetzen. Wenn man natürlich sagt, alles zurücksetzen, dann ist es relativ viel. Aber ich will sowas wie Laufzeit, Phase, Namen und Quellen. Ja, Lautstärke-Ausgang aus Dings ist vielleicht auch nicht schlecht. Eingangslautstärke, Gruppen, Signalerkennung. Machen wir hier auch nochmal weg und klicken auf Zurücksetzen. Jetzt setzt er einmal alles zurück für das Preset 2. So, und jetzt können wir hier wieder frei anfangen und den ganzen Spaß machen, beziehungsweise können natürlich hier jetzt auch mal einen Export generieren oder auch in Preset 2 jetzt unseren Test laden. Dann laden wir quasi alles aus der Datei. Jetzt haben wir wieder das, was war, und können das auch wieder als Preset 2 speichern. Um gleich ein bisschen Unterschied zu hören, ich mache mal hier Filter rein bei 300, 15.000. So, jetzt speichern wir den ganzen Spaß noch. Und damit hätten wir eigentlich die Oberfläche soweit erstmal durch. Wie gesagt, man könnte hier jetzt im Digital-Routing im Stage-EQ, hier oben, könnte man jetzt natürlich noch gucken, dass die Bühne richtig passt. Das ist jetzt mit meinen zwei Lautsprechern, die nebeneinander stehen, so ein bisschen sinnfrei. Was wir jetzt aber noch sehen ist, ich bin hier ganz normal verbunden. Das heißt, ich habe immer noch dieses rote LED hier. Und meine Fernbedienung, die blinkt. Die blinkt mit Minuszeichen. Und ich habe mich ja auch erstmal gefragt, so, warum, was kann das sein? Und das ist relativ einfach, wenn ich per Kabel verbunden bin. Dann haben wir halt kein Remote, weil wir steuern ja quasi die Lautstärke jetzt hier drüber. Und ja, was wir aber machen können, ist, wenn wir jetzt die Software schließen, wir machen mal zu, ohne zu, ja, dann ist das zu. Wir sehen hier unsere Testdatei. Und jetzt ziehen wir quasi das Kabel und wir sehen, wir haben hier automatisch die Lautstärke stehen. So, wir haben jetzt die Lautstärke hier, weil wir im Volumenmodus sind. Ach, verdammt warm das Ding. Das heißt, ich kann hier jetzt lauter und leiser machen. Wenn ich einmal drauf drücke, kann ich auch durch meine Modes wechseln. Ich bin gerade im Mode 1. Ich habe noch Mode 1, 2 und 8 im Angebot.
Das heißt, ich kann nicht einfach in einen Mode wechseln, den ich gar nicht habe, sondern halt wirklich nur die, die quasi sind, kann ich hier einstellen. Ich wechsle jetzt mal auf 1. Dann lädt er, solange der blinkt. Und jetzt hört man quasi schon ein bisschen, jetzt sind keine Filter drin, also keine dollen Filter. Und wenn wir auf Mode 2 gehen, dann haben wir wieder keinen Hochton auf den Sachen. Bass habe ich nicht eingestellt, weil ich keinen Subwoofer explizit ausgewählt habe, wenn ich einen Kanal als Subwoofer auswähle. Das heißt wirklich in der Software sage, okay, du bist jetzt ein Subwoofer im Namen, dann wird diese Bass-Option hier frei. Aber jetzt habe ich quasi einen Regler. Was sagt ihr zu der Software? Findet ihr die gut? Findet ihr die übersichtlich? Schreibt es mir einfach in die Kommentare und dann können wir noch ein bisschen darüber diskutieren, beziehungsweise vielleicht haben wir auch die Möglichkeit, noch was dran zu ändern. Meine persönliche Meinung ist, die Software kann alles, was man braucht, um sein Auto zu tunen. Heißt, wir haben alles unter Kontrolle, was wir brauchen. Wir haben Laufzeit, wir haben alle Möglichkeiten an Filtern, die Bänder, die Eingangsbänder, Ausgangsbänder, wirklich alles, was wir für den optimalen Klang brauchen, ist super in dieser Software eingebaut. Und ja, das ist tatsächlich, ich würde sagen, eine sehr professionelle, für mich, zumindest für mich, professionell wirkende Software. Alle Werte, die man einstellen kann, sind super akkurat. Die Flanken sehen diagrammtechnisch und soweit ich weiß auch gemessen super sauber aus. Und das funktioniert halt genauso, wie man es zum Optimieren, zum genauen Schrauben an der Anlage braucht. Super aus. Und klar, es gibt auch DSP-Software, die eine Laufzeit messen kann, die tatsächlich auch einen Frequenzgang messen kann, die automatisch ein EQ einstellen kann und so alles. Darauf wurde hier mit Absicht verzichtet. Es ist eine Software, die funktioniert, die ist schnell und die ist ohne viel Schnickschnack. Das ist natürlich alles eine Sache der Betrachtung. Es gibt Leute, die stehen auf, ich klicke drauf und kriege die Laufzeit automatisch eingemessen. Und es gibt Leute, die benutzen da lieber ihr professionelles Messsystem für. Genauso mit dem Frequenzgang. Es gibt Leute, die sagen, okay, ich gehe in REW rein und lasse mir per REW alle Filter berechnen, die ich haben will. Oder lassen das halt direkt die Software machen. Das kann man machen, wie man will. Und an der Stelle kann man es jetzt per Hand alles setzen, wie man es braucht. Super penibel, super fein und man hat wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich finde es interessant und spannend und ich werde es einfach ausprobieren. Heißt, der nächste Schritt ist, die DSP-Endstufe, die baue ich jetzt in mein Auto ein. Und ja, dann werde ich euch auch wieder mitnehmen und quasi in der DSP-Software zeigen, wie mache ich das mit den Eingängen, wie konfiguriere ich meine Ausgänge, weil ja, wahrscheinlich kommt es in unseren Kombi. Das heißt, wir werden halt ein 3-Wege-Frontsystem plus Subwoofer haben. Vielleicht komme ich auch noch auf die Idee, das Rear-System da halt irgendwie dran zu klemmen. Dafür müsste ich aber neue Kabel legen, also weiß ich es noch nicht. Und dann gucken wir einfach mal, wie wir das halt schön konfiguriert kriegen. Im ersten Schritt natürlich erstmal so die Basics, dann werde ich ein bisschen messen und dann schauen wir uns auch mal den EQ weiter an. Nächste Woche geht es hoffentlich erstmal weiter mit der App, weil nächste Woche soll die App rauskommen und dann gucken wir auch nochmal, was kann ich alles mit der App, mit dem DSP machen. Kann ich da wirklich alles einstellen? Kann ich das unterwegs machen? Funktioniert das alles? Seid gespannt, bleibt dran und bis nächste Woche, euer Thomas.